YouTube-Freunde, willkommen zu einem Let's Test Planets 3, was ein Prototyp momentan noch ist. Und zwar geht es bei dem Spiel darum, dass es, ja, es ist halt einfach ein Blockspiel, genauso wie Minecraft, bloß dass die Blocks um einiges kleiner sind, die Welten um einiges größer. Ja, ich sagte Welten, weil mehrere Planeten bereisbar sind. Man kann ins Space fliegen, also in den Weltraum, von da andere Planeten besuchen, Planeten können kollidieren. Und ja, wir starten jetzt einfach mal hier in der Welt, nennen die District und gucken mal uns den Prototypen an. Es lädt. So, und wir sind gespawnt. Oh, ein Igel. Es gefällt mir ja schon mal gut, es gibt einen Igel. Hallo, kleiner Freund. Gut, gucken wir uns mal um. Also, wir sind in einem Wald. Ja, sieht schon mal ganz nett aus. Hier sieht man auch mal, wie groß die Blöcke ungefähr sind. Nicht gerade groß, aber daraus kann man bestimmt geilen Stuff bauen. Ich guck mal, dass wir hier eine freie Fläche finden. Dann können wir mal gucken, was es alles gibt. Freie Fläche hier, am besten am Strand. Dann sind ziemlich große Blocks. Können wir mal gucken, wie wir da hinkommen. So. Also, wie können wir hier was machen? So, Steuerung ist hinhocken. Yep. Also, bauen wir schon mal Blöcke ab. Können wir schon mal eine kleine Treppe oder so bauen. Wunderschön, nicht gut. I ist Inventar sogar ein Mensch. Da haben wir einen Hammer, eine Spitzhacke, eine Schaufel und da. Was ist das? Nehmen wir das einfach mal da ein. Als Block nehmen wir mal einen roten noch. Als das Teil braun. Also hier, man sieht schon, hier gibt es verschiedene Blöcke, die man dann gut anpassen kann, denke ich mal. Und das da, so, gucken wir uns mal hier ein bisschen rum. Okay, also Linksklick ganz normal setzen. Ach, man kann die auch ziehen. Sieh einer an. Oh, und gleich haben wir unser Haus fertig. Willkommen in Minecraft 2.0. Wunderschön. So, was gibt's da noch für Blöcke? Ui. Das wollte ich gar nicht. Also man hat die hier. Dann haben wir noch den braunen hier. Mit dem war so eine... Ah, geil, damit kann man so eine krasse Rampe machen. So, und schon haben wir unser erstes Dach. Naja, nicht wirklich, aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das hier ist eine Treppe. Wo ist denn die Sonne? Ach da, cool. So, sehen wir denn hier schon einen anderen Planeten von hier? Ach, guck mal einer an, da sieht man doch schon einen anderen Planeten. Gibt es denn sowas wie einen Free-Flight-Mode? Müssen wir mal gucken. Display Health, Space Jump, Crouch Run, Tab, Road Selector und Fly Mode F2. Tatsache, da können wir schon mal sehen. So, ich will jetzt mal wissen, was das auch da für Blöcke sind. Dieser soll in der Ferne sitzen. Also sind das ganz normal. Ach, wir gucken einfach mal hier.
Ja, das ist wie gesagt alles noch ein Prototyp. Ich habe mir das Spiel sozusagen vorbestellt. Ach, es sind Bäume, gut. Und für 15 Euro ist das jetzt schon erhältlich. Also da könnt ihr schon den Prototypen spielen. Am Ende 2014 soll die Alpha kommen. Dann kann man schon mal ja, mit der Alpha ein bisschen sich vergnügen. Und ich stelle auch den Trailer zu dem Spiel, was alles kommt, hier unten in die Videobeschreibung, genauso wie zur Homepage. Und damit ihr einfach mal reingucken könnt, was halt alles kommt in dem Spiel. Es wird groß, denke ich mal. Und es wird, denke ich mal, auch viel Spaß machen. Das hier ist ja, wie gesagt, noch nichts. Ist ja gerade mal ein Prototyp. Und wir gucken mal, gleich sind wir schon im Space. Dann sieht man schon mal. Oh. Ich würde gern wieder runter. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Ach genau, da sieht man schon mal andere Planeten. Da ist die Sonne. Und wir fliegen mal, denke ich mal, hier zu den nächsten. Kommt man da schon hin? Das wäre, wenn, hammergeil. Also das sind schon mal so einzelne Planetensysteme, wo man dann später mit Raketen hin kann. Ich glaube, wir kommen wirklich schon auf einen anderen Planeten. Das wäre cool. Willkommen in the Space. Yep, wir sind auf einem Planeten. Das ist ja mal cool. F2 war's. Genau, wir fallen mal. Zack. Wo sind wir? Ich hänge irgendwo. Texturen, ihr dürft laden. Dankeschön. Ach, sieh einer an. Bei einem Berg sind wir. Cool. Cool, dass das schon funktioniert, dass man auf andere Planeten jetzt schon kann. Und ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt, das stellt sie einfach. Ich kann sie euch beantworten in den Comments. Ansonsten würde ich jetzt hier auch wieder rausgehen, weil ja, wir können halt nicht wirklich viel machen hier. Ist halt ein Prototyp. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was da noch so kommt. Und werden dann mal sehen, wie sich das ganze Spiel hier entwickelt. Ansonsten bedanke ich mich, lasst einen Comment da. Vielleicht auch ein Abo, würde uns freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle bald wieder in den nächsten Videos, die jetzt auch demnächst kommen. Gerade auch ein Star Citizen Projekt. Und ja, dann sage ich mal, haut da rein. Wir sehen uns hier bei uns auf dem Kanal, hören uns, bliblablub. Und eventuell auch demnächst schon hier in Planets 3. 2015 soll es rauskommen. Irgendwann die Beta, zumindest Full Game, keine Ahnung, gibt es noch keinen festen Termin. Und lassen wir uns einfach überraschen, was hier auf uns zukommt. Ich hoffe, es entwickelt sich gut und ja. Dann haut da rein. Ich werde hier noch Musik hinterlegen, weil es hier gar keine Musik gab in dem Spiel. Und ja, dann ciao.